Ja, Festspiele sind Festspiele und Festspiele sind so wichtig für Gesellschaftsjournalisten, sei es in Salzburg oder in Bayreuth. Menschen machen gerne die Statisten für Promillisten und sind erfreut. Denn Festspiele sind Festspiele, hier trifft sich, wer sich kennt. Hier wird jede noch so miese Scheißfigur zur Leitfigur der Hochkultur. Fernsehfuzzi, Waffenhändler, Nobelhur, das nennt man hier Event. Man braucht ein Festspiel ohne Ende, wenn mal die Konjunktur stagniert. Und wer dann gleich 3000 Mann entlässt, der braucht ein Fest, das ihn nicht deprimiert. Dann kommt es gleich zur bangen Frage, ist in der Trepko wieder schlank? Und trifft der Villasohn den Hohnton? Er singt nicht, er ist krank. Und der Hügel erbebt, wenn die Wagner den Wagner kriegt. Und die Presse erlebt, wie die Sippe im Blute liegt. Man braucht ein Festspiel ohne Ende, das einem Diskussionen schenkt. Denn jedes kulturelle Scheinproblem ist angenehm, man wird so abgelenkt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Festspiel eingestellt. Nur das ist meine Welt und sonst gar nichts. Ich hab, was soll ich machen, männliches Geschlecht. Doch das ist nicht ganz echt und kann gar nichts. Töne umschwirren mich, ein blauer Notendunst. Künstler verwirren mich und machen mich zu Kunst. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Festspiel eingestellt. Nur Kunst ist, was hier zählt, und sonst gar nichts. Erholung ist das nicht, Madame, vom Cocktail zum Diner. Nur höre, was man spricht, Madame, dann wieder zum Buffet. Sie hungern in Berlin, Madame, und fasten selbst in Wien. Doch jetzt geht's zum Bankett, Madame. Sie werden langsam fett, Madame. Es zwickt schon das Korsett, Madame. Doch sie gehen wieder hin. Braver Sozialist, guter Sozialist, Kaiserloge, erste Reihe. Da gehörst du hin, immer mittendrin, im Bereich der höheren Weihe. Und die Subvention, die erhöhst du schon, wenn der Teppich nur schön rot ist. Denn du wirst hier hofiert, weil du endlich kultiviert, ihr nützlich Herr Idiot bist. Ja, Festspiele sind Festspiele und Festspiele sind so exklusiv, man muss sie wirklich loben, nimmt man nur die Damenmode her. Auch wenn Göttergatten manchmal toben, die Garderoben kosten viel mehr als Festspiele, denn Festspiele, das heißt Elite pur. Hier trifft sich die Szene, die uns Löhne stiehlt, nach Blitzlicht schielt und Fonds empfiehlt. Aber in den Wochen, wo das Festspiel spielt, geht's nur um Kultur.